I'm so glad we made it back. Und hallihallo und herzlich willkommen. I feared something would happen to us. Zurück bei Among the Sleep mit Teddy. Wir fangen wieder da an, wo der letzte Checkpoint war. Wir nehmen jetzt erstmal Teddy wieder auf den Arm und legen dann los. Ich glaube, das müsste jetzt eins der letzten... Schauen wir einfach gleich im Spielhaus, was da so auf uns wartet. Mikrofonpegel ist ein bisschen... Ist alles gut. Oh, war die Schaukel da hinten vorher auch schon? Na schön, wir wollen jetzt auf jeden Fall zurück erstmal ins Playhouse. I've never seen anything like it. Ja, dieses komische Geistding, genau, das hatten wir in der letzten Folge. Nee, das ist auch nichts für ein kleines Kind. Wo sind wir hier auch gelandet? Nee, die Schaukeln sind neu. Ja, in der letzten Folge wurden wir von... Yeah. Ich hoffe, dass es bald soweit ist. Achso, Teddy? Das Buch. Rein damit. Und dann bin ich mal gespannt, wo wir als nächstes landen werden, hier in dem Fall. Oh. Ich habe wieder vergessen, die Begrüßung richtig heute zu machen. Ich habe meinen Namen nicht genannt. Ich muss mir das einprägen. Ja, wir sind ganz nah dran, du kannst es fühlen. Ja, sowas von. Okay. I guess we have no other choice. Wahrscheinlich nicht. Jetzt komm her, Teddy. Should we see where it takes us next? Ja, schauen wir, wo wir als nächstes landen. Ich bin echt gespannt. Okay. Wir rutschen auf jeden Fall erstmal wieder in den nächsten Ladescreen rein. Ja. Okay. Ich bin mal gespannt, wie es nächste Woche bei mir aussehen wird mit dem Aufnehmen, denn ich werde meine Weisheitszähne entfernt kriegen. Und ich hoffe, ich kriege das mit dem Video soweit alles einigermaßen geregelt hin. Das wird nicht eine zu harte Prozedur, denn auf der Seite werden beide Zähne rausgenommen, weil ich eine Entzündung hatte. Und dann dachte der Zahnarzt sich so, ja, komm, dreschen wir alles raus, was da noch ist, weil das eh nicht anständig rauskommen wird, wenn es soweit ist. Also bin ich dann auch mal dran mit Entfernung. Der Weisheitszähne. Teddy, das ist dunkel hier. Ey, das ist so fies, dass der Teddy ausgeht, wenn wir das machen. Hallo? Was schlägt denn da bitte gegen? So wie es aussieht, sollen wir das da rauslassen. Was ist denn das? Ist auf jeden Fall nicht entspannt. Komm mit, Frosch. Aber ich kann dich nie anfassen. Ich sehe diese schwarze Plörre. Ja, nee, ist klar. Teddy, bleib an. Und hoch. Und hoch. Alles klar. So. Dann lassen wir das mal raus. Was zum Teufel? Ist das eine Schublade?
Teddy? Was soll das? Schön vorsichtig daran. Und hoch. Ja. Gott! Musste das so laut sein? Wow! Nicht cool. Oh Gott, ich dachte, da ist gerade was unterm Bett. Aber war es nur ein Ball. Ein Reifen. Was macht hier ein Reifen? Wir gehen lieber oben rum. Unten ist mir zu creepy. Und am Bett sind immer Monster. Wir haben zwar Teddy dabei. Okay, da ist nichts drin von Bedeutung. Na klar, flackerndes Licht jetzt auch noch. Creepy, creepy. Die Spieluhr. Errungenschaft freigeschaltet. Okay. Schlaflied. Oh Gott, ich dachte, da lagen gerade Beine. Was haben wir denn hier noch? Wow. Wenn das nicht auch mal gruselig ist. Okay, Tapete ist ab. Die Omi war wieder hier. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Okay. Böses Bild. Erinnert sich's nochmal? Nee, jetzt habe ich nicht richtig aufgepasst, verdammt. Was haben wir hier? Ich will das wegkritzeln. Jenny. Muss sowas. Okay. Checkpoint. Da ist die Schublade. Okay, 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 geh ganz ruhig. Wir kommen hier durch, wir kommen hier durch, ohne dass was Schlimmes passiert. Eieieiei. Schnauze. Mantel, Ruhe. Pui. Das ist bestimmt nur die Schublade da drin. Ach nein, nicht der schwarze Schleim. Schwarzer Schleim gleich böser Schleim.
Mutti! Oh, das macht alles nicht besser. Ein Mond. Der ist da oben. Sollen wir da bitte hinkommen? Wenn du ein Objekt hältst, kannst du es mit der rechten Maustaste werfen. Das wäre ja schön früher gewusst zu haben. Teddy, lass uns weiter. Oh Gott, weiter geht's. So, wo haben wir den leuchtenden Stern? Da hinten. Nein. Doch. Ich höre Mami singen. Dahinter bestimmt. Ein böses Geräusch. Okay, das schlägt irgendwo hier gegen. Ist da außen noch ein Gitter? Nee, Bretter. Aber wir brauchen das. Gut, gut, gut. Rätseln wir halt ein bisschen. Ja, nee, hier ist wieder die gruselige Oma eingemalt. Klar, Tür berührt. Geh komplett auf die Kiste. Ja, nee, ist richtig. Balance Baby hier am Start oder was? Is it stuck again? Lass das los, das muss da weg. Okay, ich glaube, jetzt haben wir es. Okay, Rätsel gelöst. Stop! Fuck! Ich hoffe, die läuft jetzt nicht hier rum. Creepy Omi? Creepy Omi? Nee, die ist eh in die andere Richtung. Wir müssen hier lang. Alles cool. Voll gechillt. Kriegen wir schon hin. Hoffe ich. So, erstmal hier fleißig hoch. Ich dachte gerade, das Ding hat sich nochmal bewegt. Oh, es bewegt sich, aber nur noch minimal. So, Teddy. Okay, wir schauen mal noch, was hier hinten in dem Ding drin ist. Nee, nee, nee. So nicht, Leute. Ach nee, das ist nicht der Schnitt zum Mitnehmen. Wir müssen da rein. Scheiße. Komm, gehen wir. Nützt ja nichts. Oh. Das machen wir mal zu, weil das gruselig ist. Schwerkraft, hallo. Wow. Pimmel.
Aber der Stern ist hier nicht zu sehen, oder? Nee. Da oben. Gib mir einen Ball. Let's go. Baseball zu schwer. Kühlschrank, mach mal zu hier, der kostet nur Energie. Hoff dich zu bewegen, Ball. Oh Gott, ist das gruselig. Oh, der Raum ist anders. Ist die Schublade gerade aufgegangen? Versuchen wir es hiermit. Verstecken, verstecken, verstecken! Okay. Sie sind völlig unentspannt unterwegs. Wieso hast du den Kühlschrank wieder aufgemacht? Ich habe gerade zugemacht. Little bitch. Sehr gut. Teddy, wir haben den Stern, wir gehen. Wir gehen jetzt zu Mami. Buhu, ich habe keine Angst. Doch. Hallo? Okay, ich glaube, so lang kommen wir nicht wieder weg hier. Wir warten einfach, bis das Geräusch weg ist, dann wird alles wieder gut. Das glaube ich. Das glaube ich ganz, ganz fest dran. Oder auch nicht. Hallo? Huh. Toll, da ist eine Lampe drin. Ah, da ist eine große Tür. Och man. Über diese fiesen Zeichnungen hier an die Wänden. Buh.
Spur dich selber, Omi. Hi. Ich glaube, wir müssen hier lang. Da vielleicht nicht lang. Müssen natürlich da lang, wo die ganzen Glasflaschen sind. So, wir machen das jetzt ganz, ganz vorsichtig. Omi steht nämlich nicht drauf, wenn wir Glas kaputt machen. Hard Knock Life, Alter. Hard Knock Life. Tür zu, ich brauche keiner. Hallo. Reiner. Ich glaube, das ist eine super Stelle für den Feierabend der heutigen Episode von Morgens Sleep. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen oben blablabla lassen würdet und wenn ihr mir ein Abo da lasst für die nächste Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles. Okay, irgendwie sah das Video gerade nicht synchron aus, mein Facecam-Gedöns. Im nächsten Video wieder. Bis dahin alles Gute und haut rein. Bye, bye.